Bachelor in Paradise Pix, hier knutscht Johannes Haller. Es wird heiß im Paradies. Die dritte Folge des RTL-Kuppelformats Bachelor in Paradise verspricht Liebe, Lust und Leidenschaft. Gleich drei neue Single-Ladies gehen zwischen weißen Traumstränden und duftenden Kokosnüssen auf die Jagd nach ihren Rosenmännern und offenbar auch ganz schön auf Tuchfühlung. Vor allem einer dürfte sich über den weiblichen Neuzugang freuen, Hobbysegler Johannes Haller. Der sympathische Yachtverkäufer vom Bodensee gab sich bisher ungewohnt zurückhaltend. Doch das soll sich nun ändern, mit Bachelor Girls Finja von Vrese geht der Flirtwütige fleißig auf Kuschelkurs. Frischfleisch unter der Sonne Thailands. Mit Viola Kraus, 27, und Elata unterstrich beziehen gleich drei neue Damen das luxuriöse Single-Resort. Darf sich in dieser Woche auf eine der heiß begehrten Datecards freuen. Im grünen Dickicht erwartet ihn sein Blinddate. Zwischen den beiden knistert es auf Anhieb gewaltig und keine 24 Stunden später kommt es zu einem innigen Kuss. Was wohl Jelitz Kock von diesen neuen Entwicklungen halten wird. Immerhin scheint sie ihn doch ihren Kuppelpartner gefunden zu haben. Aber auch bei den anderen Kandidaten geht es feuchtfröhlich zu im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einer Wasserschlacht zum Neujahrsfest kommen sich und Fitness-Hottie Sebastian Fubbe, 32, näher. Domenico Dezico wagt endlich den nächsten Schritt mit der blonden Schönheit Evelyn Burki. Es wird also spannend am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL.